Probit, was steckt dahinter? Anlageprodukte, einfach. Das sind die, was die Erfahrungen, die alle Anleger damit machen. Und diese Erfahrung deckt sich auch mit unserer Erfahrung. Was können Sie tun? Welche Chancen haben Sie, dass Sie Ihr Geld wiederbekommen? Das will ich Ihnen gerne verraten. Aber erst am Ende dieses Videos, schauen Sie sich das Video bis zum Schluss an, da verrate ich Ihnen, was Sie machen können, wenn Sie Ihr Geld zurückhaben wollen. Hallo, ich bin Jochen Resch zum Thema Probit. Das ist Anlageprodukt. Ich habe schon gesagt, die Anschriften in Teheran und Seoul sind alle fake, das nichts dahinter. Also alles ist Lüge, nichts ist echt. Kein Cent von Ihrem Geld ist jemals investiert worden. Was Sie dort erlebt haben, ist wie auf einer Bühne in einem Theater. Alles nur Kulissen. Kein echte Charts, alles manipuliert. Was können Sie tun? Manche gehen zur Polizei. Nette Idee, würde ich mal sagen, aber wenn Sie Ihr Geld zurückhaben wollen, ist das nicht zielführend. Eine Strafanzeige dient der Bestrafung der Täter. Eigentlich wissen Sie das doch. Also ans Geld kommen Sie wohl so nicht ran. Wie geht das? Das will ich Ihnen gerne verraten. Sie können mich gerne anrufen unter 030-885-9770 oder besser noch, gehen Sie mal auf unsere Webseite, folgen Sie dem Link, lesen Sie komplett einen Artikel zu Probit, was dahinter steckt, und Sie finden dort auch ein Kontaktformular. Füllen Sie das Kontaktformular aus. Sie bekommen dann von uns, wenn Sie das möchten, eine kostenlose Einschätzung Ihres Falles. Wir sagen, ob wir einen Fall übernehmen wollen. Es muss hinreichende Erfolgsaussichten geben. Wenn ja, sagen wir Ihnen konkret, was wir machen und was es kosten würde. Die Einschätzung selber ist kostenlos. Und mit dieser kostenlosen Einschätzung haben Sie dann eine Grundlage von Fakten. Und weil Sie die Fakten kennen, sind Sie in der Lage, für sich zu entscheiden, warum es für Sie der richtige Weg ist, dass Sie sich unserem Sammelverfahren anschließen.